So, was geht Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Jedi Survivor. Wir waren ja auf der Suche nach Grease und ich würde sagen, wir suchen ihn mal weiter. Wir sind ja in der letzten Folge, haben da was aufgesprengt. Waren hier drinnen. Beziehungsweise sind hier rausgekommen mit diesen Bomben. Und ich glaube, ich weiß auch, was ich mit den Bomben anfangen kann. Weil ich hier durchkomme. Das wollte ich nicht. Nee. Okay. Dann kannst du mir auf jeden Fall hierhin folgen. Ich denke mal, das soll es gesprengt werden. Genau. So, das sollte reichen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Gleich sind wir da. Ja, hoffentlich. So, was bist du hier? Unentdecktes Gebiet. Irgendwie. Hat mir die Markierung nichts gebracht. Aber von da kommen wir doch. Von da oben. Oder mein... Ah, hier unten. Leute. So. Zerstört er dann. Zerstört der Damm. Als Ergebnis einer wohl absichtlichen Sabotage ist die Dammmauer abgerissen, aufgerissen. Und große Mengen von der haben sich auf das Ergossenen, was darunter liegt. Ja. Deutsch und so. Hier ist noch eine Kiste, super. BD-Teil. Hier ist noch eine Essenz. Nee. Nein! Nein! Ein Machtecho. Ertrunkener Prospektor. Die Überreste eines Prospektors, der in eine Teergrube gestolpert ist. Er geriet in Panik und rutscht aus. Der Teer verschluckte ihn rasch und besiegelte sein Schicksal. Der Arme. Hier gibt es aber auch so viel wieder zu erkunden. Das ist krass. Nicht so geklappt, wie ich das wollte. Aber hier haben wir noch eine Machtessenz. So, was gibt's sonst? Bitte leben, bitte leben. Nur Erfahrungspunkt? Okay. Denn her? Absorbiere Angriff. Diese Droiden sind so alt. Kriegen die eigentlich jemals ein Upgrade verpasst? In Ravis neuer Ordnung ist alles möglich. Ah, ja, vermutlich. Und wo kam das denn? Stimmt, war das der. Aber egal, dann gehen wir mal zu Grease. Mal gucken,
gucken, was uns dort. Das ist wirklich nicht angenehm. Was sieht hier eigentlich ein Lust an? Aufpassen, wen du scannst. Komm her. Ich hätte dich in diesem Rattanes lassen sollen. Da hat BD1 sich fast umgebracht. Und dass er das noch überlebt hat. Glaube ich nicht weiter. Natürlich lebt er noch. Und der hält auch ein bisschen zu viel aus. So. Oh, 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 oh. Initialisiere Kampf. Was denn auch sonst? Oha, oha. Was fällt dir denn ein, hier oben zu chillen? Aber hat geklappt, gut. Einen anderen Weg sehe ich nicht. Hoffentlich. Kiste. Und noch ein BD-Teil. Irgendwie fürs Lichtschwert finden wir nicht viel. Ist das? Ach, hier lang. Ihr seid weit weg von Bogano. Oh, wie süß. Ob ich das auch kann, BD? Ja, natürlich. Du bist ein Jedi, du kannst alles. Und top. Ich muss meine Mitte finden. So ein Ding als Host hier wäre bestimmt cool, oder? Kann ich hier runter? Oder? Oder auch nicht? Da ist auf jeden Fall eine Schlucht. Ja gut. Und dann darf ich hier anscheinend auch nicht lang. Kennen wir uns nicht? Ein schlechter Tapetenwechsel. Grease müsste hier irgendwo wohnen. Wow.
Sieh dir das an. Netter Ausblick, oder? Ist dein Schiff in der Baggerschlucht abgestürzt? Ja, wir hatten ein paar technische Probleme. Und die Bedlam Raider schon getroffen? Direkt nach der Landung griffen sie an. Schön, dass es dir gut geht. Was hat euch hierher verschlagen? Einen alten Freund besuchen. Grease Riders? Grease? Na klar kenne ich den. Mir gehört der Stall im Dorf. Ich bin übrigens Mosey. Ich bin Cal. Das ist BD1. Du bist ja ein süßer Droide. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Finde ich auch. Schau, ab hier ist der Weg frei. Es sollte keinen Ärger geben. Außer du suchst danach. Ach, und wenn du da bist, grüßt Oma Dendra. Sie steht nicht so auf Reisende. Ah, versteh schon. Danke für den Tipp, Mosey. Kein Ding. Interessant. Da hat Grease sich ein schönes Ländchen ausgesucht. Also hier fahren wir schon. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. Ich hatte nicht erwartet, dich so schnell wiederzusehen. Ich wollte mir mal den Stall ansehen. Das hier ist er nicht. Ich kümmere mich hier nur um Brutus. Er ist ein Neko. Der Stall ist unten im Ort. Wenn du ein Tier gesattelt haben willst, komm vorbei. Das werde ich mir merken, Mosey. Danke. Wie sind Boglinge auf Kobau gelandet? Das haben wir Grease zu verdanken. Er hat sie zufällig eingeschleppt. Zumindest habe ich das gehört. Die Raiders töten sie in Massen. Ich hab's gesehen. Warum sollte jemand einen Bogling töten? Ganz genau. Du kannst sie nicht essen, du kannst sie nicht häuten, nicht mal mit ihnen handeln. Einer der Bosse der Bedlam Raiders hat sie zum Spaß abgeschossen. Wo ist dieser Kerl jetzt? Keine Sorge. Ich habe mich schon darum gekümmert. Schön. Nekos sind heimisch auf Kobo. Und ich kenne Brutus hier schon seit meiner Landung. Interessant. Können wir wohl auch reiten in diesem Spiel? Was mit den sich. Hilfe! Okay. Jetzt habe ich zwei wieder solche Situationen. Was sind das für Dinger? Aggressiv. Schlinger. Macht Manöver. Und. Ja. Die schlanken und wendigen. Schlinger sind auf dem Planeten heimisch und haben gelernt, ihre Beute mit einer verbissenen Effizienz zu verfolgen und zur Strecke zu bringen. Sie werden von den Einheimischen als Jäger bezeichnet und sind von Natur aus vorsichtig. Ein Angriff erfolgt nur, wenn sie sicher sind, mit ihren geschärften Klauen und dem hungrigen, tödlichen Reißzähnen auch Erfolg zu haben. Ja, gut. Erfolgreich waren sie jetzt wohl eher weniger. Kommen die auf einmal alle her? So viel zu erkunden geben. Ich verliere mich ja jetzt schon in dem Spiel und weiß nicht, wo ich überall lang gehen soll. Weil du einfach überall lang gehen kannst.
Hier war noch was, was ich verpasst habe. So viel zu erkunden. Diese Erfahrungspunkte nehme ich gerne mit. Sieh dir das an, BD. Priorit. Oha. Was sind das jetzt für Dinge? Gut gemacht. Bramlik. Hä? So. Gut. Nicht sonderlich aggressiv, aber die Beruhigung ist schmerzhaft. Berührung. Schalte sie sicher aus der Ferne aus oder meide sie. Nähert man sich einem Bramlik, stellt er die Stacheln auf, die seinen gesamten kugelförmigen Körper bedecken und schreckt dadurch alle Bedrohungen ab. Das hat ihm bei dem Einheimischen den Spitznamen Stachler eingebracht. Er ist zwar leicht auszuschalten, lässt Fremde aber meist in Ruhe, wenn auch er in Ruhe gelassen wird. Gut. Von uns wird er nicht in Ruhe gelassen. Wir teilen ihnen zwei Stücke. Oh, wenn das nicht geil aussieht, ne? Wunderschön, das Spiel. Oh. Hier ist noch eine Truhe. Ich. Das erledigt werden will. Oh, endlich eine Lichtschwertmarkierung. Und hier gehen wir nur im Kreis, super. So, dann schalten wir dich von oben aus. Nicht hoch. Oh Mann. Warum gibt es hier so viele Wege lang zu gehen? Das ist deine Primärfunktion, Droide. Ich bin für den Krieg programmiert. Ich auch. Ich auch. Ich dachte hier. Ah, hier. Ich dachte hier kommt man nicht. Auf Feinde. Oder konnte man oben auch noch woanders lang gehen? So, jetzt habe ich. Ne. Von hier sind wir hergekommen, ne? Genau. Und wo sollte ich lang gehen, um nicht auf Ärger zu stoßen? Ich bin dann hier. Oder? Oh. Das finde ich schlau. Oder sie arbeitet mit denen zusammen und wollte mich extra hier reinlocken. Wobei die bestimmt schon bessere Tage hatten. Ich würde mich gerne kurz aufladen da drüben.
Und... Hä? Du bist ein Jedi. Warum stirbst du? So. Ah, einfach hier lang. Gibt's irgendwas zum Scannen? Achso, hier. Kriegsherrenstandarte. Kriegsherrenstandarte. Okay. Eine zerbrochene Standarte, die darauf hindeutet, hinzudeuten scheint, dass dieser Turm einst unter dem Kommando eines gewissen Kriegsherrn des Turms stand. Dass so ein Name ursprünglich einem Bedlam Rander gehörte, ist angesichts ihrer Unterwürfigkeit gegenüber Ravis unwahrscheinlich. Okay. Können wir lass uns hier eine Pause machen. Pause. Ausruhen. Müssen wir da lang? Scheint schon. Oder müssen wir nicht da lang? Hm, wir müssen in die Richtung. Hat diese Drieben. War hier nicht noch eine? Oder hat ihn die Granate getötet? Ich komme nicht durch. Was hätte man anderes erwartet? Natürlich ist die Tür geschlossen. Du bist lieb, wirklich. Ich kann dich nicht sehen, schade. Das war's. Versuch das mal. Nicht übel, was? Ich fühle mich großartig. Das war's. Sieht aus wie neu. Fast. Die Klonkriege waren schließlich nicht... Ravka oder irgendwie so ähnlich. Der Ravka Ravka ist auf Kobo heimisch und verkörpert den Planeten. Treffend, unscheinbar, aber überraschend gefährlich. So sieht auch aus. Diese vorgealtigen Diese vogelartigen Kreaturen sind extrem territorial und greifen jeden mit Schnabelhieben und Schlägen an, der in ihrem Gebiet eindringt, was ihnen bei den Einheimischen den Spitznamen Stürmer eingebracht hat. Davon abgesehen sind sie eher dumm und durchaus beeinflussbar. Die Wissenschaftler der Republik waren fasziniert von ihrer scheinbaren Immunität gegen den Kobo-Material und vermuten, ihre Federn könnten möglicherweise irgendwie magnetisch sein. Okay. Das gestern. Haben wir gewonnen? Nein. Oh nein. Interessante Tiere. Wo komme ich denn? Nach da. Frage ich mal so.
Oder müssen wir hier aus? Oh Mann, hier gibt's zu viel. Aber irgendwie geht's hier nicht lang. Da kann ich hier runterspringen. Nee. Oder ich laufe einfach geradeaus durch, weil hier ein Weg ist. Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Oha. Oha. Kann man nicht lang? Hier können wir speichern und hier ist auch eine Werkbank. Fähigkeiten angucken. Wir haben jetzt 3 Punkte wieder. Gehen wir mal aufs Lichtschwert. Ausfallender Schlag ist ein Hieb nach vorne oder so. Luftangriff. Projektile sogar zurückwerfen. Das sieht interessant aus. Auf dem Bild sah es interessant aus. Stim nehme ich gerne. Also beziehungsweise eine Stim-Verbesserung. Und jetzt haben wir auch schon keine Punkte mehr. Gucken wir mal hier, was wir mit dem Lichtschwert machen können. Aber ich glaube, neue Teile habe ich ja nicht. Dann nehmen wir mal das. Hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Hier ist genau das gleiche. Mal sehen, wie es sich im Einsatz macht. Hoffentlich gut. Und wer ist hier oben? Hey, ich habe einen Vorschlag für dich. Bist du an der Chance deines Lebens interessiert? Vielleicht. Lass hören. Ein paar Typen sind in die Mine da drüben gegangen. Seitdem hat niemand mehr was von ihnen gehört. Das stimmt, kleiner Droide. Die Sache hat das Zeug zur Tragödie. Wie fast alles auf Kobo. Prospektoren haben nach Priorit gesucht. Die Mine ist voll mit dem Zeug. Aber diese Leute zu retten, das ist natürlich das Wichtigste. Ich sehe mir das mal an. Jetzt sind wir im Geschäft. Die Mine ist gleich da drüben. Kannst sie gar nicht verfehlen. Okay. Aber achso, hier wahrscheinlich, ne? Gerüchte.
Ja. Müssen wir hier hoch, glaube ich. Und entweder die hier links oder die da vorne. Die hier links. Ey, hier gibt's so viel. Guck mal, allein hier in dem Gebiet. Okay, die führen alle zum selben. Aber hier gibt's noch was, ein Weg. 2, 3, wobei die glaube ich auch zum selben führen. Hier oben ist noch was, was wir noch nicht erkundet haben. Hier sind überall Wege. Das ist... Kommst du in der Hauptstory gar nicht voran, wenn du das alles machst. Und hier kann ich lang klettern. Dann suchen wir mal die verschollenen Prospekte. Oh, sei froh, dass du nicht riechen kannst, BD. Ist auch eine Aufgabe, die zu suchen. Oha. Dann halt so. Hier geht's auch nicht lang. Für nichts. Ah, ich habe keine Macht mehr. Na toll. Flickst du mich zusammen? Lass mich nur kurz durchatmen. Es muss einen Ausgang geben. Irgendwo. Der ist schon länger hier. Vielleicht einer der verschollenen Prospektoren. Tote Forscherin. Eine Forscherin war nach dem Einsturz eines Tunnels unten in den Höhlen gefangen. In der Höhle. Sie wanderte tagelang umher, bevor sie ihrem Durst und ihrer Erschöpfung erlag. Ist nicht gut. Ich habe auch Respekt vor Höhlen. Hat er mich gerade von wegen ausgelacht, dass ich hier nicht langkomme? Krasser Druid. Warum sind hier alle tot? Diese Kreaturen wurden durch Blaster getötet. Also sind hier Raider? Beziehungsweise Druiden? Oh. Was ist das? Schrott-Sammler-Druide. Schreckhaft läuft bei der geringsten Bedrohung davon. Er widersteht allem außer beim Lichtschwert. Diese furchtsam gierigen Druiden sind überall dort ein vertrauter Anblick, wo sich zurückgelassene Materialien im Bergen lassen. Ursprünglich sollten sie vermutlich ihren Besitzer wertvollen Schrott bringen. Aber jetzt horten sie selbstständig alle Wertgegenstände, die sie mit ihren schmutzigen mechanischen Händen finden. Ja.
Vielleicht, wenn neu. Was? Wenn ich ihn laufen lassen hätte, hätte er mich zu seinem Unterschlupf gebracht und dann hätte ich ganz viel Material. So, dann würde ich erstmal sagen, war's das mit der Folge? Ich habe leider 5-6 Minuten zu mir überzogen. Genau. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne ein Like und ein Abo dalassen und vielleicht einen Kommentar schreiben, was euch genau gefallen hat, was ich verbessern kann. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!